Hallo, herzlich willkommen zurück zu unserem Wimmel-Weihnachtsgewimmel. Ja. So, wir haben hier jede Menge goldene Tassen. Wir können hier überall irgendwas erledigen. Wir gehen erstmal dahin. Was haben wir denn zu erledigen? Ach ja, wir haben jetzt den Pinsel. Und dann sammeln wir die Münze ein. Drei bei euch. Na gut, dann machen wir das mal weg. Ein Buch. Okay. Jetzt müssen wir überall rumlaufen. Und gucken. Ob wir noch irgendwo, da kommen wir gerade her, ob wir noch irgendwo Spinnenweben finden. Kann ich den dafür, kann ich. Warte, na gut, immer noch nicht. Gab es hier Spinnenweben? Nee, ne? Da haben wir immer noch keine Tassen und nichts gefunden. Wir benutzen die Karte, ist besser. Ich denke ja. So hier so. Wenn ich was erhitzen muss, kann ich es in dieser Schmiede tun. Gut, muss ich nicht, ne? Und drei runde Dinger. Die habe ich aber nicht. Ach, guck mal, hier war ja noch ganz viel Zeugs. Hier. Maya Tempel, wollte ich gerade sagen. Was ist das denn? Warte, warte. Kleiner Knochen. So, dann hatten wir hier noch. Wo ist denn jetzt mein Pinsel hin? Da. Kassenknopf. Ah ja, sehr gut. Okay. Also das mit der Karte ist ganz praktisch. Wir haben ja, glaube ich, irgendwie einen Teil gerade gefunden davon. Ah, hier. Okay, uns fehlt aber noch eins, ne? Oh, ja. Schon begriffen, schon begriffen. So, was können wir denn hier noch machen? Hier war ja nichts mehr. Doch da drin, ne? Ha. Pass auf. Hier. Mach mal weg. Was ist das? Holzgriff. Dieses Fach ist wirklich ein harter Knochen. Ach, ich brauche noch einen Knochen. Okay. Hier soll ich auch irgendwas erledigen, aber ich habe ja davon kein Teil mehr, ne? Ach, guck mal, hier habe ich eine. Zwei brauche ich noch, wa? Okay. Das haben wir auch verstanden. Was gab's hier jetzt zu erledigen? Rattenkönig. Ach ja, da hatten wir ja hier den Korkenzieher. Oh. Amulett. Für whatever. Also, ja. Okay, pass auf. Kann dann irgendwo mehr hin hier. Hier. Also, hier haben wir noch den. Den einen Duellanten. Brauchen noch den zweiten. Okay.
Ja. Hier kann ich irgendwas, ich weiß nicht was. Aber. Ach, guck mal. Da ist eine Scheibe. Sehr gut. Jetzt hier, da können wir das Scheibchen hier einlegen. Okay, und dann fehlt uns nur noch eine. Ja, das wird da nicht, das ist ein Amulett, das wird da nicht passen. In Ordnung. Jetzt fangen wir wieder hier irgendwas an. Wenn ich nur wüsste, was. Oder können wir hier oben schon was machen? Hier, das Buch aufmachen mit dem Amulett vielleicht. Natürlich nicht. Da warte ich auf. Wo ist denn eigentlich die Kasse gewesen? Wie soll das hier schneit, so voll geil. Oder? Voll gut. Jetzt können wir da auch nichts mehr machen. Ich dachte. Na gut, pass auf. Wir suchen die Kasse. Hier ist die Registrierkasse. Ich hab den Knopf. Da war der. Hey, und noch eine Münze. Sehr gut, sehr, sehr gut. Und wieder zurück. Aber so richtig, richtig zurück. So, jetzt wollen wir mal gucken. Das fehlende Teil dahin. Hier ist der andere Knochen und die dritte Scheibe. Sehr gut. Dann würde ich sagen, setzen wir hier erstmal die dritte Scheibe ein und lassen uns das Spiel erklären. Info. Befördere die Kugeln in die farblich passenden Scheiben. Klicke auf die Mitte einer Scheibe, um sie zu drehen. Klicke auf den Knopf zwischen zwei Scheiben, um die beiden angrenzenden Kugeln zu vertauschen. Alles klar. Oh Gott. Also eine gelbe muss hier rein. Und hier rein. Und hier rein und da rein. So hätten wir alle gelb, richtig? Ist okay. Wir drehen sie mal. So, die wollen wir mal tauschen. So, dann haben wir hier noch eine rote. Den drehen wir auch nochmal. Weil, genau so. Zack. Klingt gut. Pass auf, das glaube ich ist vielleicht. Ich will nicht meckern, aber vielleicht gar nicht so schwer. Passt mal auf. So, dann drehen wir die. Und nehmen Lila mit. So, einmal blau. Nein, naja, einmal zu viel gedreht. So. Nö. Das war ja blöd, wir müssen es umdrehen. So. Jetzt drehen wir uns wieder. Fertig! Huch. Was seid ihr denn? Es fehlt wohl eine Katze, das sieht aus wie Hunde. Alter. So, kann ich die Tasche aufmachen? Heute kann ich nicht. Ich dachte, das war alles. Ah, da ist der andere. Ich kann den Deckel nicht einfach hochheben. Nö, nicht. Ja, ich sollte nach einer Plakette mit einem solchen. Ja. Ach so, das war das. Gut, Karte. Einmal schauen. Jetzt können wir hier wieder irgendwas machen. Eine Plakette. Was ist hier denn jetzt eigentlich mit? Kann ich da irgendwas mit anfangen? Schon? Nee, ne? Nee. So, wie war denn das jetzt noch? Hä? Was haben wir denn hier? Münzen. Amulett. Hier war der Knochen, ne? Genau, machen wir. Boah, was bist du denn? Das? Goldene Bolzen. Yeah. Okay, goldene Bolzen. Das Ding steckt im Holz fest. Ja. So, goldene Bolzen haben wir bekommen. Ich habe keine Ahnung wofür. Aber wir sollen die wahrscheinlich irgendwo anbringen. Ja, Getfo. Nein.
Geh doch darin. Goldene Bolzen haben wir jetzt. Hier haben wir den zweiten Kollegen. Oh. Was ist dieses? Da ist auch eine Katze. Was ist denn da los? Und jetzt? Blau. Ich verstehe das Spiel gerade überhaupt nicht. Ich verloren oder gewonnen? Info. Kessle so viele gegnerische Flaggen wie möglich ein. Klicke auf ein Loch, um deine Flagge dort einzusetzen. Achso. Ich möchte da anfangen. Wenn man auch so scheiße sehen kann, ne? Voll daneben oder so. Irgendwie, ja. Fangen wir mal in der Mitte an. Ich habe einfach ein freies Loch her. Ich begreife das Spiel nicht. Ich werde es noch einmal versuchen und dann werde ich es lösen. Also, weil ich gar nicht weiß, worum es eigentlich geht hier. Haltet gerade mal nicht. Ja, keine Ahnung, also ich werde es lösen. Ganz egal. Hier ist die fehlende Katze. So, bevor ich gleich wieder komplett vergessen habe, was ich hier eigentlich die ganze Zeit wollte. Alter. So, es fehlte eine Katze. Wir haben sie und zwar hier. Genau, setz die da mal drauf. Oh, das ist tatsächlich eine Katze. Jetzt kommen wir mit dem Spielchen in die Reihenfolge der Farben, die ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar... Es fängt mit Lila an, es geht weiter mit Rot, dann war Grün und Gelb und Blau. Ja, und jetzt? Ist irgendwas passiert? Nicht wirklich.
Also nochmal. Lila. Dann rot. Genau, ach so macht man das. Grün bleibt. Und hier kommt gelb hin. Ah ja, sehr, sehr gut. Was immer da gerade passiert. Wir gehen mal darunter. Oh, wo sind wir denn hier? Guck mal hier, der Katzengott oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Brunnen. Ja. So kleine Rattenkeks, ey. Noch damit sein Problem. Eieiei, wir nehmen den da. Können wir den mitnehmen? Was ist damit? Er ist zu schwer. Wenn ich nur die Schwerkraft aufheben könnte. Ja, das Buch darunter wäre vielleicht nicht verkehrt. Die Schwerkraft. Ein Amulett. Geht natürlich nicht. Das passt auch nicht. Goldene Bolzen. Warte mal. Wo ist denn unsere Kerze? Da. Okay. Noch weiß ich das nicht. Er hier? Das stink ich, glaube ich. Leicht angepinkelt. So, was gibt's denn hier? Okay. Ja, nun ist er beruhige er sich. Oh Gott. Die Schwerkraft aufheben. Das geht nicht. Das passt ja wohl nicht. Nee. Das stimmt. Okay, wir gehen erstmal zurück. Lassen ihn kurz da stehen. Ah. Handschuhe, die dritte Goldmünze. Ohne Stiel ist die Spitzhacke nicht zu gebrauchen. Das ist richtig. Okay, wir gehen kurz zurück. Oh, dass man immer wieder unterbrechen muss. Ist okay, ist okay. So, rein hier. Goldene Bolzen. Wo hatten wir denn jetzt? Ach Mensch, dieses Durcheinander. Ja, da wollten wir jetzt aber nicht hin. Wo hatte ich jetzt? Hier kommen die Münzen rein schon mal. Okay. Es geht auf. Da sind noch goldene Bolzen. Gut. Handschuhe. Fragt sie nur wofür. Hier noch irgendwas anklicken? Nein. In Ordnung. So, hier ist alles erledigt. Ja, augenscheinlich auch. Was ist hier denn? Ach so. Ja, das ist nicht so gut. Wo habe ich denn jetzt? Wo kriege ich... Aha. Ja, kriege ich hier dann irgendwo noch was? Das alleine, ja. Und kein Hinweis auf gar nichts, ne? Aber gar nichts. Ich weiß gar nicht... Muss man hier einen besseren Weg für was? Also die sind es auch nicht. Keine Ahnung, was man hier machen soll. Das kann ich nicht sagen. So, Leute, ich weiß es gerade gar nicht. Wir gehen auch mal nach oben. Da alles nicht rein. So, das war wirklich heiß. Wir können ja auch die Handschuhe nehmen. Sehr gut. Vielleicht passt es da rein. Nein. Schade. Schade. Hätte ja sein können. So, was machen wir mit dem... Quatsch hier, kleiner Vogel, ey. Können wir den irgendwie vom Weiten, können wir dem ja auch nichts, ne? Nicht wirklich, okay. Ja, es ist jetzt nichts, wo... Ich hab ja... keinen...
Stock oder ähnliches. Nee, habe ich definitiv nicht. Also, das kann ich ohne weiteres nicht so anheben. Bitte so. Alles klar. Jetzt schon. Ein neues Wimmelbild. Und auf geht's. So. Ente, Parfum, Fischernetz. Eine Ente. Ein Parfum und ein Fischernetz. Ah, hier ist ein Parfum. Eine Ente. Ein Fischernetz. Hier oben. So, Kammbrille, Schusswaffe. Hauptsache eine Knarre dazwischen. Hier ist Kammbrille, Schusswaffe. Hier. Super. Ach, das war eine Brille. Wir brauchten noch eine. Noch eine Brille. Keine Ahnung erstmal. Vier Ringe brauchen wir. Hier ist einer. Zwei. Drei, das ging schnell. Der vierte fehlt natürlich. So, Tambourin. Glocken. Ein Tambourin. Hier ist noch eine Brille. Ein Tambourin. So, ein Tambourin. Da, ach, das ist in Sternenform. Das kann man auch mal beischreiben, oder nicht? Meine Güte. Glocken. Hört sich echt falsch an. Hier so. Kirsche und Blume. Kirsche. Kirschen im Eis. So. Möchtet irgendwie aufwärmen oder so? Ist das ein Ring? Nein. Ein Ring. Wie soll ich denn das warm machen, bitte? Oder kann ich... Ne, kann ich nicht. Das hier nehmen und die Eisdinger aufpickeln? Kann ich. Kirschen. Eine Blume. Eine Ranke hier. Hier ist eine Blume. Und was machen wir mit der Blume? Nein. Das war's nicht. Hier, ja. Pass mal auf, da hinten. Yay. Danke. So, jetzt brauchen wir nur noch den einen Ring. Ich hoffe, das ist keiner. Nee. Das war auch keiner, habe ich schon drauf geklickt. Das ist. Weiß ich nicht. Hier ist er, der liegt hier oben. Ah ja. Ein Fischernetz. Ich brauche einen Stock für die Eispicke, ey. Lobt das jetzt hier nicht. Was jetzt war? Was mache ich denn mit dem Fischernetz? Ein Netz. Boah, jetzt echt nicht ernsthaft, oder? Schitte. Na, ich hab gedacht, wir schaffen jetzt mal mehr weg. Na, so ein Ärger auch. Kacke. So, Fischernetz. So. Was haben wir denn jetzt alles? Oh, kein Mensch. Meiner mit. Ich hab keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Wir können versuchen, hier die kleine Ratte mit dem Fischernetz ranzuziehen. Na, mein Freund? Ich brauche das Netz nicht mehr. Vielleicht kann ich es zerschneiden. Mitteln. Ja, kannst du es verbrennen? Ja. Kannst du es zerschneiden? Ja. Dann ist die Ratte auch gleich weg. Ja! Weil Schiss und so. Ab, da! Lauf, du Vogel, lass den Stein da. Ja, was haben wir denn da? Once upon a time, the Rat King was just a lowly lab rat. His master was a genius named Argus, who was tasked by the royal family to discover the formula for the Sorcerer's Stone. He wanted to change ordinary objects into gold. Argus had had great success blurring the lines between science and magic. He took risks, ignoring the fact that the smallest miscalculation could have disastrous consequences. Argus nearly destroyed the city with one of his experiments. The royal family outlawed his work. Okay, er hat also die ganze Stadt kaputt gemacht. Oh, das ist... Und sag mal. Gravitationsstein. Tada! So. Achso, wir haben ja auch die Karte. Wie komme ich jetzt nochmal zu dem Onkel mit der bösen Statur? So, guck mal. Wir haben hier einen Gravitationsstein. Klatsch mich doch fest. Ja. So, und jetzt...
Wenn ich ihn so benutze, fällt er bloß auseinander. Was soll ich denn jetzt reinmachen? Achso, ahaha. Uns fehlen noch goldene Bolzen. Oh, ich glaub das alles nicht. Nein, mecker nicht mit mir rum. So weit, so gut. Also das hätten wir. Wo können wir jetzt was erledigen? Hier nicht. Hier. Wo können wir denn noch goldene Bolzen finden? Was das hier soll, weiß ich echt auch nicht. Ne? Ne? Verstehe ich nicht. Na gut, kommt vielleicht alles noch. Wir hatten irgendwo Bücher. Genau, pass auf, ich habe hier auch welche. Okay. Was ist das? Argus was exiled from the kingdom, but he didn't give up his research. He was on the verge of a great discovery. Argus was banned from the royal lab, losing access to the kingdom's great scientific resources. He decided to use his lab rat as a spy. Argus thought he was training a harmless little spy. He never imagined the monster he'd created. The Rat King was born. Okay. Ach, hier sind die fehlenden Bolzen. Sehr gut. Das haben wir auch. Die Bolzen. Jetzt schnell wieder zurück zu dem genervten Steinkasper. Und die Goldbolzen eingesetzt. Ja. Oh, das, ja. Bosskampf, Alter. Oh. Nochmal. Ein Haufen Steine. Sehr gut. Wir gehen uns das anschauen. Nehme ich auch. Jetzt kann der auch liegen bleiben, der Schwere. Ach, hier kommt das Amulett rein. Guck mal. Okay. Aber ich möchte nochmal gucken. Was ist das hier? Es muss eine Verbindung zu den anderen Brunnen im Tempel geben. Ich sollte sie reparieren. Irgendjemand schon andere Tempel gesehen? Andere Brunnen? Ach, hier. Die gibt Säure, aber sie könnte nützlich sein. Ja, wo soll ich die in die Hand nehmen? Hör mal auf. Das überlegen wir uns später. Also glaubt das nicht. So, was ist hier los? Ja. Dazu muss ich die fehlenden Zahnräder finden. Ja. Wir gucken mal, was hier los ist. Hier fehlt ein Rohr. Und du hast das Rohr verstopft. Kann ich da irgendwas mit... Ne, keine. So, das passt ja wohl nicht. Okay. Wir sehen zu, dass wir die Brunnen alle wieder heil kriegen, aber erst in der nächsten Folge. Genießt eure Weihnachtszeit und lasst mir einen Daumen da oder wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Alles klar. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.